Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück. Let's Play Reprobates, die Insel der verdammten Big Pauli. Ja, meine lieben Freunde, letztes Mal sind wir ja hier stehen geblieben. Oh, was hier ist. Sieht aus wie ein hochfortschrittliches Labor. Ach, was auch immer hier geschehen ist, ich komme ein bisschen spät. Er muss sich das Genick gebrochen haben. Er muss sich das Genick gebrochen haben. Da war der liebe Gott wohl schneller als ich. Naja, oh mein Gott, wenn man um sein Leben sogar kämpft. Der hat den Finger abgeschnitten. Ekelhaft, aber da komme ich auf eine Idee. Was ist das überhaupt? So, man kann sie drehen, das wusste ich auch nicht. Ihre Vermutung kriegt erstmal den Rand zu puzzeln. Hm.
Teil passt dort. Seltsames Rätsel. Und fertig. Wo auch immer, wofür auch immer das gerade gut war. Das Abspiel hat die Finger vielleicht dafür gut. Guten Morgen, Captain Thomas. Ihre Körperfunktionen weisen eine Störung auf. Ich empfehle sofortige Benutzung des Mediscans. Wenn Sie fortfahren möchten, geben Sie bitte Ihren Code ein. Könnte sein Code sein. Hoffentlich fährt deine Frau mit den Kindern übers Wochenende. Ich komme dann am Samstag vorbei und im Bett. Sei also besser nicht Küsschen. PS. Ja. Wenn jemand alles von hier aus überwacht, könnte der Trick mit einem Vogel nicht funktionieren. Bitte weisen Sie sich aus. Mensch, wo soll ich denn jetzt einen Ausweis herkriegen? Naja, auf der Brücke, auf diesem Hauptkontrollraum kann ich noch nichts machen. Dann gehe ich wieder zurück über die Treppe. Ja, über der Treppe. Unter der Treppe. Korridor. Lüftungsschacht. Kann ich allein nicht bewegen. Dann nehmen wir uns nochmal das Taschenmesser. Da kann ich nichts machen. Würde mich interessieren, wo der hinführt. Wohl zu sicher. Und im Keller gehen.
Ich kenne den Code nicht. Zugriff ver... Zwecklos. Und woher bekommt man diese ganzen Codes? Zwecklos. Und woher bekommt man diese ganzen Codes? Ganz im Ernst. Der User konnte nicht identifiziert werden. Hm? Zugriff. Zwecklos. Der User konnte... Zweck. Da ist nicht. Zwecklos. Zugriff. Ja. Ich hab gerade irgendwie keine Ahnung, wie ich weiterkomme. Ich bin hier gerade im Bad. Der User... Guten Morgen, ich empfehle, wenn Sie fortfahren. Zugriff verweigert. Ich hoffe, wir brauchen recht drin. Zugriff. Zugriff. Hoffentlich fährt deine Frau mit übers Wochenende wirklich zu ihren Eltern. Ich komme dann am Samstag vorbei und wir beide feiern. Im Bett natürlich. Sei also besser nicht allzu müde. Bye, mein Süßer. Küsschen von Sandra. PS. Zugriff verweigert. Hoffentlich übers... Ich komme im Bett... Sei also besser. Küsschen von PS.
Hoffentlich kann Robert dir dieses Mal die Nachricht rechtzeitig an einem unserer Geheimorte übergeben. Zugriff. Seltsam, seltsam, seltsam. Funktioniert. Zugriff. Probieren wir doch einfach mal bei allen durch. Zugriff. Ich bin doch nicht so blöd und dusche jetzt. Das ist Dusche gewesen. Im Durchsuchen von Taschen war ich nie gut. Unser Projekt wurde aufgedeckt. Lieutenant Nielsen wurde vermutlich verhaftet und von Sektion AIA verhört. Alle mit dem Projekt zusammenhängenden Materialien sollen zur sofortigen Vernichtung vorbereitet werden. Weitere Instruktionen werden folgen. Colonel Jackson wurde verhaftet und wird vor Gericht gestellt werden. Da ist nichts. Okay, okay. Meine Toilette. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Ich ordne an, das Projekt Stress Break mit sofortiger Wirkung zu stoppen. Colonel Jackson wurde verhaftet und wird vor Gericht gestellt werden. Bereiten Sie die Zerstörung der Station vor und erwarten Sie weitere Instruktionen. Halten Sie sich bereit zu... Da fehlt leider ein Stück Papier. Einsetzen. Irgendwas übersehen.
Naja, das Video ist auch schon mal wieder lang genug. Ich mache an dieser Stelle mal wieder einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und nicht auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Dick Pauli. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Ciao.